Grüß Gott! Ich möchte Ihnen das Buch Die Wissenschaft des Reichwerdens von Wallace T. Wattles vorstellen. Ich werde es kapitelweise vorlesen. Der Text ist schon bereits vor über 100 Jahren erschienen und ist lizenzfrei. Ich tue dies, um den Autor und die wertvollen Informationen zu ehren und um sie weiter zu verbreiten, denn diese Informationen sind äußerst wichtig für jeden und für die gesamte Welt. Der Mangel an diesen Informationen, die Unwissenheit über die Gesetzmäßigkeiten hinter dem Leben, ist der Grund für zahlreiche Wirrnisse global und im Leben einzelner Menschen. Das Wissen um diese Informationen macht den Unterschied für die Finanzen, für die Gesundheit, für das Lebensglück und für lebenspraktische Dinge und für das Beziehungsleben. Diese Informationen, dieses Buch sollte Pflichtlektüre sein in Grundschulen. Allerdings bin ich mir sicher, dass die aktuellen Strukturen, die alte Welt, wenn man so sagen möchte, dies überhaupt nicht toll finden würde. Denn sie möchte ihren Status quo aufrechterhalten. Aber Sie müssen das nicht mitmachen. Sehen Sie, wie Sie Ihr Leben verändern, wenn Sie diese Informationen in sich aufnehmen und praktisch anwenden. Ich empfehle dieses Buch neben anderen als Vorbereitung für meine Seminare über die Quantenheilung und über andere Dinge. Und in Grundlagenseminaren sind diese Dinge meistens sehr neu für die Seminarteilnehmer. Und sehr erstaunlich, aber auch sehr, sehr treffend und sehr lebensverändernd für diese Leute, welche ein Basisseminar besuchen. Haben Sie viel Spaß beim Anhören und lesen Sie das Buch auch selbst, arbeiten Sie es durch. Dieser Text ist auch kostenlos verfügbar in kostenlosen, lizenzfreien PDFs. Ich werde eins unten verlinken. Es gibt aber auch Verlage, welche dieses Buch wieder in schönen kleinen Büchern aufgelegt haben. Liebe Grüße. Die Wissenschaft des Reichwerdens von Wallace D. Wattles. Woran liegt es, dass die wirklich Wohlhabenden dieser Welt, selbst in schwierigen Zeiten, immer mehr Vermögen anhäufen, während die breite Masse immer ärmer wird? Dieses Buch zeigt klar und verständlich die Gesetzmäßigkeiten auf, die zu finanziellem Erfolg und Wohlstand führen. Der Besitz von Geld und Reichtum ist das Ergebnis davon, dass jemand in einer ganz bestimmten Art und Weise vorgegangen ist. Es ist ein Naturgesetz, dass gleiche Ursachen immer gleiche Wirkungen hervorrufen. Deswegen wird jeder Mensch, der lernt, Dinge auf die richtige Weise zu tun, unweigerlich reich werden. Wallace D. Wattles. Vorwort: Dieses Buch ist pragmatisch und nicht philosophisch. Ein praktisches Handbuch, keine Anleitung über Theorien. Es ist für die Männer und die Frauen gedacht, deren dringendes Bedürfnis Geld ist. Die zuerst reich werden und danach philosophieren wollen. Es ist für jene, die bisher weder Zeit, Mittel noch Gelegenheit fanden, zutiefst in das Studium der Metaphysik einzudringen, aber die Resultate wollen und willens sind, die Schlussfolgerungen der Wissenschaft als Grundlage für ihr Handeln zu nehmen, ohne in alle Prozesse einzudringen, durch die jene Schlussfolgerungen erreicht wurden. Es wird erwartet, dass der Leser die fundamentalen Aussagen glaubt, genauso wie er dies tun würde bei Aussagen betreffend eines elektrischen Gesetzes, wenn es durch einen Marconi oder Edison verkündet würde. Und während er die Aussagen glaubt, ihre Wahrheit durch Handeln ohne Furcht oder Zögern beweist. Jeder Mann oder jede Frau, der oder die das tut, wird zweifellos reich werden.
Denn die hierin angewendete Wissenschaft ist eine genaue Wissenschaft und Misserfolg ist unmöglich. Jedoch für den Nutzen derer, die philosophische Theorien nachforschen und sich so eine logische Grundlage für den Glauben sichern möchten, werde ich hier bestimmte Autoritäten zitieren. Die monistische Theorie des Universums, die Theorie, dass eines alles ist und alles eines ist, dass sich eine Substanz selbst anscheinend als viele Elemente der materiellen Welt offenbart, ist hinduistischen Ursprungs und hat seit 200 Jahren allmählich seinen Weg in die Gedanken der westlichen Welt gefunden. Sie ist die Grundlage aller orientalischen Philosophien und der von Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel und Emerson. Dem Leser, der diese philosophischen Grundlagen vertiefen will, wird geraten, Hegel und Emerson für sich selbst zu lesen. Als ich dieses Buch schrieb, habe ich alle anderen Betrachtungen für Schlichtheit und Einfachheit des Stils geopfert, damit es alle verstehen können. Der dafür festgelegte Aktionsplan wurde von den Schlussfolgerungen der Philosophie abgeleitet. Er ist gründlich geprüft worden und besteht den höchsten Test praktischen Experiments. Er funktioniert. Wenn du wissen möchtest, wie ich zu den Schlussfolgerungen gelangte, lies die Schriften der oben erwähnten Autoren. Und wenn du die Früchte ihrer Philosophien in der tatsächlichen Praxis ernten willst, lies dieses Buch und tue genau das, was es dir vorgibt. Wallace D. Wattles. Kapitel 1: Das Recht, reich zu sein. Was auch immer zur Rechtfertigung der Armut gesagt werden mag, die Tatsache bleibt bestehen, dass es nicht möglich ist, ein wirklich vollendetes oder erfolgreiches Leben zu führen, es sei denn, man ist reich. Kein Mensch kann zu seiner größtmöglichen Höhe der Talent- oder Seelenentwicklung aufsteigen, es sei denn, er hat genug Geld, um die Seele zu entfalten und Talente zu entwickeln, die er für den Gebrauch vieler Dinge haben muss. Aber er kann sie nicht haben, wenn er nicht das Geld hat, um sie damit zu kaufen. Ein Mensch entwickelt seinen Geist, seine Seele und seinen Körper, indem er Gebrauch von Dingen macht. Und die Gesellschaft ist so organisiert, dass der Mensch Geld haben muss, um Besitzer von Dingen zu werden. Deshalb muss die Grundlage für allen Fortschritt des Menschen die Wissenschaft des Reichwerdens sein. Der Zweck allen Lebens ist Weiterentwicklung und alles, was lebt, hat ein unabdingbares Recht auf alle Entwicklung, die es zu erreichen fähig ist. Des Menschen Recht zum Leben bedeutet sein Recht, freien und uneingeschränkten Gebrauch von allen Dingen machen zu können, die zu seiner vollsten geistigen, spirituellen und körperlichen Entwicklung notwendig sind, oder mit anderen Worten, sein Recht, reich zu sein. In diesem Buch spreche ich nicht von Reichtum in symbolischer Weise. Wirklich reich zu sein bedeutet nicht, nur mit ein bisschen zufrieden zu sein oder sich darum zu streiten. Kein Mensch sollte mit wenig zufrieden sein, wenn er zu mehr Gebrauch und Genuss fähig ist. Der Zweck der Natur ist Fortschritt und Entfaltung des Lebens. Und jeder Mensch sollte alles haben, was zur Macht, Eleganz, Schönheit und zum Reichtum des Lebens beitragen kann. Mit weniger zufrieden zu sein, ist sündhaft. Der Mensch, der alles besitzt, was er für den Unterhalt des Lebens braucht,
dass er zum Leben fähig ist, ist reich. Und kein Mensch, der nicht genug Geld hat, kann alles haben, was er sich wünscht. Das Leben ist so weit fortgeschritten und so kompliziert geworden, dass sogar die meisten einfachen Männer oder Frauen eine große Menge Geld und Wohlstand benötigen, um in gewisser Art und Weise zu leben, um sich eben der Vollständigkeit anzunähern. Jede Person möchte natürlich alles werden, wozu sie fähig ist, es zu werden. Dieser Wunsch, eigene Möglichkeiten zu verwirklichen, ist der menschlichen Natur angeboren. Wir können es nicht ändern, alles sein zu wollen, was wir sein können. Erfolg im Leben ist, das zu werden, was du sein willst. Du kannst nur das werden, was du sein willst, durch Gebrauch von Dingen. Und du kannst den freien Gebrauch von Dingen nur haben, wenn du reich genug wirst, um sie zu kaufen. Die Wissenschaft des Reichwerdens zu verstehen, ist folglich das Wesentlichste von allem Wissen überhaupt. Es gibt nichts Falsches beim Wunsch, reich zu werden. Der Wunsch nach Reichtum ist wirklich der Wunsch nach einem reicheren, volleren Leben in Hülle und Fülle. Und dieser Wunsch ist angemessen und löblich. Der Mensch, der nicht wünscht, mehr in der Fülle zu leben, ist unnormal. Und so ist auch der Mensch unnormal, der nicht wünscht, genug Geld zu haben, um alles kaufen zu können, was er will. Es gibt drei Gründe, für die wir leben. Wir leben für den Körper, den Geist und die Seele. Keiner von ihnen ist besser oder heiliger als der andere. Alle sind gleich wünschenswert und niemand der drei, Körper, Geist oder Seele, kann sich völlig ausdrücken, wenn irgendeiner der anderen vom vollen Leben und Ausdruck abgeschnitten ist. Es ist nicht richtig oder edel, nur für die Seele zu leben und Geist oder Körper zu verleugnen. Und es ist falsch, nur für den Intellekt zu leben und Körper oder Seele zu verneinen. Uns allen sind die abscheulichsten Konsequenzen des Lebens für den Körper und das Leugnen des Geistes und der Seele bekannt. Und wir sehen, dass wirkliches Leben den kompletten Ausdruck von allem bedeutet, was der Mensch durch Körper, Geist und Seele ausdrücken kann. Was auch immer der Mensch sagen mag, keiner kann wirklich glücklich oder zufrieden sein, wenn sein Körper nicht vollständig in jeder Hinsicht funktioniert und das Gleiche für seinen Geist und seine Seele zutrifft. Wo immer es unausgedrückte Möglichkeiten oder nicht durchgeführte Aufgaben gibt, entstehen unbefriedigte Wünsche. So ein Wunsch ist eine Möglichkeit, nach Ausdruck zu suchen oder eine Aufgabe, die nach Erfüllung strebt. Der Mensch kann sich nicht vollständig im Körper ausdrücken, ohne gute Nahrung, bequeme Kleidung, warmes Obdach und Freiheit von maßloser Schufterei. Ruhe und Erholung sind ebenfalls notwendig für sein physisches Leben. Man kann geistig nicht vollständig ohne Bücher leben und ohne Zeit, sie zu studieren, ohne Gelegenheit für Reisen und Beobachtung oder intellektuelle Gemeinschaft. Um geistig vollständig zu leben, muss man intellektuelle Erholung haben und sich selbst mit allen Gegenständen der Kunst und Schönheit umgeben, zu dessen Gebrauch oder Wertschätzung man fähig ist. Um seelisch vollständig zu leben, muss der Mensch lieben können. Und Liebe zu verweigern, ist der größte Ausdruck von Armut. Das höchste Glück des Menschen liegt im Verschenken von Gutem an jene begründet, die er liebt.
Liebe findet ihren natürlichen und spontanen Ausdruck im Geben. Der Mensch, der nichts zu geben hat, kann seinen Platz als Ehepartner, Mutter oder Vater, Staatsbürger oder Mitmensch nicht ausfüllen. In der Nutzung materieller Dinge findet ein Mensch das volle Leben für seinen Körper, entwickelt seinen Geist und entfaltet seine Seele. Es ist deshalb von höchstem Wert für ihn, dass er reich sein sollte. Es ist vollkommen richtig, dass du wünschen solltest, reich zu sein. Wenn du ein normaler Mann oder eine normale Frau bist, kannst du sowieso nicht anders. Es ist vollkommen richtig, dass du der Wissenschaft des Reichwerdens deine größte Aufmerksamkeit geben solltest. Denn es ist das edelste und notwendigste aller Studien. Wenn du dieses Studium vernachlässigst, hast du die Pflicht dir selbst, Gott und der Menschheit gegenüber verleugnet. Du kannst Gott und der Menschheit keinen größeren Dienst erweisen, als das meiste aus dir selbst zu machen.